Hallo, liebe Rasenfreaks. Ich mache mal wieder eine Bodenanalyse, was ich natürlich das ganze Jahr nicht gemacht habe. Wozu habe ich das überhaupt? Ich habe hier einmal den pH-Bodentester von Neudorf, den ich von der Anwendung echt gut finde. Und ich habe den pH-Bodentester von GeoSelf. Die habe ich beide mal vor längerer Zeit gekauft. Der hier hat angeblich eine wesentlich feinere Skala. Da ist sauer, rot und basisch oder alkalisch, grün in 0,5er Schritten und Neudorf hat nur in so ja, einer Schritten von 4 bis 7. Ich habe jetzt hier von der Südkante nochmal eine Probe gezogen, weil da immer so eine Stelle ist, die einfach nicht gut wächst. Und ich habe ja gerade, können wir mal im Video hier sehen, gerade mit Daniel von Greenkeeping Großen Heidorn, ja, ein nettes Video gemacht. Und der ist so mehr Biochemie orientiert. Und der erzählte eben, dass ein höherer pH-Wert viel, viel besser für die Düngeraufnahme ist und ich habe nach wie vor Probleme mit meiner Düngeraufnahme gefühlt. Also eine Düngung hat keinen deutlichen Effekt auf meinem Rasen. Das war im Frühjahr deutlich besser. Jetzt im Herbst war es kaum wahrzunehmen, dass der Dünger wirklich durchgeschlagen ist. Und jetzt habe ich doch noch mal nach diesem wirklich netten Gespräch mit Daniel nochmal doch über meinen pH-Wert nachgedacht und deswegen teste ich ihn jetzt nochmal. Und hier sehen wir schon das Ergebnis, wenn man es so sieht. Da. Nicht scharf. Ist nicht scharf, aber mal Jetzt. scharf. Ja. Da, also das ist, ja, da muss man wieder viel Fantasie mitbringen. Also es ist für mich tatsächlich noch so zwischen Gelb und Grün nach Neudorf. Ja, doch. Also das ist, vielleicht ist es auch, also es ist so schwer zu sehen, das geht gar nicht. Also es ist irgendwas, sage ich mal, um die 5. Und das ist immer noch sehr, sehr tief. Da fehlt definitiv, vielleicht ist es zwischen 5 und 6 mit ganz viel Fantasie. Der Daniel sagte auch, wie ihr ja gehört habt, dass diese Testmethoden nicht besonders genau sind. Der Unterschied zu einer echten Bodenanalyse, wenn man die machen lässt, ist ja auch teilweise gewaltig. Ich hatte ja schon mal hier so ein Ergebnis, wo ich gedacht habe, naja, der liegt so bei 5,5. Und dann sagte die Bodenanalyse, der liegt nur bei 4,5. Und das ist tatsächlich definitiv zu tief. Ich würde doch schon gerne meinen pH-Wert noch ein bisschen anheben, anziehen. Jetzt gucken wir mal, das sollen jetzt 10 Minuten. 10 Minuten soll jetzt hier GeoSelf dauern, da sehe ich immer gar nicht. Das ist so dreckig und es trennt sich auch nicht richtig. Also, finde ich furchtbar. Ja, ich habe das ja schon ein paar Mal versucht. Also ich finde diese Methode irgendwie gruselig, weil sie einfach noch schwerer von der Farbgebung zu erkennen ist. Ja, da könnte ich jetzt alles zwischen 5 und 6,5 rein interpretieren. Also, naja, vielleicht ist es auch 5. Ja, weil ich jetzt weiß, dass das 5 ist, sage ich jetzt hier auch 5. Also das ist Schrott. Also ich finde, GeoSelf ist Schrott. Neudorf ist da von der ganzen Methodik und auch hier vom Ergebnis sehr viel klarer, finde ich. Na, es ist. Ob es jetzt gelb-grün oder blau-grün ist. Annika, was sagst du? Was sagst du? Ist das Schwierig. eher so ins Bläuliche oder ins Gelbliche? Also Du musst gegen Licht halten, schreiben sie. gegen das Licht hat was Bläuliches. Mit Das, dem Licht naja. hat was Gelbliches. Also Gegenlicht. Gegenlicht, sagt sie. Meine Tochter ist nämlich Künstlerin. Nein, sie ist Lehrerin. Also sie sagt eher blau-grün, ja, also dann liegt er so zwischen 5 und 6. Naja, also ich werde jetzt nochmal kalken, jetzt doch im Herbst, um doch nochmal ein bisschen den pH-Wert anzuheben, dann im Frühjahr nochmal kalken. Ganz wichtig, nicht einfach ohne
eine Analyse des pH-Werts zu kalken, sondern wirklich erstmal zu schauen, was habt ihr für einen pH-Wert. Wenn der pH-Wert nämlich zu hoch ist, 7 und mehr, dann ist Kalken tödlich, weil dann werdet ihr Riesenprobleme haben mit eurem Rasen. Es ist besser, eher säuerlich zu sein. Also mein schlaues Buch sagt, zwischen 5,5 und 6,5 ist optimal. Das heißt, ich müsste den pH-Wert noch ein bisschen anziehen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Und ich hätte wahrscheinlich einmal mehr kalken müssen dieses Jahr. Naja, gut. Ja, muss man tatsächlich ein bisschen öfters machen, dann wird der Rasen noch besser. Soweit erstmal dazu. Bis denn.